Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 21 Dynamo Dresden Karriere. Wir beginnen heute mit der zweiten Saison, gehen dann rein in die zweite Bundesliga, zwar nicht heute, aber im Allgemeinen in dieser Saison sind wir wieder zweitklassig, nachdem wir in der letzten Saison den Aufstieg und die Meisterschaft klar gemacht haben. Nach einem Jahr dritte Liga geht es dann wieder zurück in die zweite Liga und da wollen wir natürlich dann mal länger bleiben. Wir wollen uns etablieren und langfristig das Ziel setzen, wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen. Wie schnell das gehen wird, weiß ich nicht, aber mir wäre es echt lieb, wenn wir wirklich so 1, 2, 3 Jahre hier bleiben werden. Und ich denke, vom Kader her ist das auf jeden Fall mal möglich. Ziel ist auf jeden Fall in der ersten Saison ganz sicher den Klassenerhalt zu holen. Das, denke ich, ist auch mit dem Kader, den wir derzeit haben, machbar. Auch wenn wir da natürlich noch etwas machen müssen. Wir werden heute auf einige Dinge zu sprechen kommen. Einerseits über die Finanzen, also Transferbudget. Und vor allem darüber müssen wir halt eben reden, weil ich da etwas vorbereitet habe und da mal eine Idee von einem meiner Zuschauer genommen habe. Die ich zwar noch nicht ganz umsetzen kann und das hat seine Gründe, aber man kann zumindest schon mal einen Teil davon zeigen und halt auch umsetzen. Ansonsten werden wir dann halt eben durch die Mannschaftszentrale gehen. Wir werden uns den Kader angucken und dann mal aussortieren, wen wir denn gebrauchen können und wen wir verkaufen wollen. Werden uns dann auch mal die Verträge angucken. Dann werden wir uns auch mal die Jugendarbeit noch mal ein bisschen genauer angucken. Da werde ich auch noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Wir haben ein paar Steckbriefe dabei. Und wir werden natürlich auch schon mal gucken, wo wir denn oder wen wir denn rein theoretisch versuchen könnten zu holen, auf vor allem den Außenverteidigerpositionen, und ansonsten werden wir dann schon sehen, was wir da noch so machen könnten. Ich glaube nicht, dass wir heute in dieser Folge sehr viel spielerisch zeigen werden, also Vorbereitungsturnier, wir sind in England unterwegs, Preisgeld, ich glaube 3 Millionen waren das Ganze, haben in unserer Gruppe Huddersfield, Swansea City und Blackburn, und rein theoretisch ist das schon schwierig, da weiterzukommen, und generell würde ich halt eben behaupten, wir werden diese Vorbereitungsspiele schnell simulieren, weil ich glaube nicht, dass wir uns das wirklich angucken müssen. Und dann würde ich sagen, wir starten mal rein mit dem Finanziellen. Und in dem Moment müsste ich eigentlich eine Grafik drüber gelegt haben erstmal. Warum? Ihr werdet das jetzt schon von mir hören. Und zwar werden wir das Ganze in dieser Karriere so machen. Vor allem dann, wenn die Trikots bearbeitbar sind. Also mit Frost Editor, wenn das irgendwann möglich sein sollte. Das ist in diesem Jahr leider nicht so schnell möglich gewesen, weil da irgendwas geändert wurde, soweit ich das mitbekommen habe. Und rein theoretisch hättet ihr dann also auch die Möglichkeit gehabt, für das Heim- und das Auswärtstrikot abzustimmen. Ich hätte zwei Versionen von dem jeweiligen gemacht und ihr hättet dann halt für die jeweilige Version abgestimmt und dann hätten wir dann das Trikot bestimmt. Und in dieser Grafik seht ihr jetzt wahrscheinlich einmal den Ausrüster, also der Trikotausrüster oder generell einfach der Ausrüster und den Hauptsponsor, der auf dem Trikot halt vorne auf der Brust drauf ist. Und auch da wäre es tatsächlich möglich gewesen, dass ihr dann, wenn das halt eben möglich ist, dann auch für den jeweiligen Hauptsponsor bzw. auch Ausrüster da abstimmen könntet. Zusätzlich seht ihr dann auch, was dann die Ausrüster rein theoretisch geboten hätten, also wenn wir da halt eben unterschrieben hätten. Ich glaube, wenn wir das jetzt mal ganz kurz auf das aktuelle beziehen, dann hätten wir jetzt von Crafts, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, bekommen wir da 1 Million Euro pro Jahr und haben dann gewisse Ziele, die wir dann halt wirklich auch schaffen sollen. Beispielsweise müsste bei unserem Ausrüster drinstehen, dass wir Marvin Stefanian verpflichten sollen, und dann gibt es halt auch eventuell einen Bonus, den wir bekommen würden, wenn wir das wirklich auch durchziehen. Auf der anderen Seite sollen wir dann aufgrund des Zieles unseres Hauptsponsors dann Spieler unter 23 verpflichten. 23-Jährige gehören noch dazu, möchte ich kurz anmerken. Wir sollen primär auf die Jugendarbeit bauen und das ist so ungefähr das Ganze, wie es aufgebaut ist. Natürlich steht da auch die Vertragslaufzeit und rein theoretisch hatte ich am Anfang vorgehabt, auch wirklich einen kompletten Vertrag euch zu präsentieren, aber ich denke, das wäre viel zu viel Aufwand, um das zu machen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich schreibe einfach in Stichpunkten hin, was genau der Sponsor bzw. Ausrüster da als Ziel sich gesetzt hat, was wir dann erfüllen müssen, und so sieht das Ganze dann halt eben aus. Und wenn wir halt da manche Ziele erfüllen, bekommen wir halt eben, wie gesagt, ein paar Bonus-Sachen, also hauptsächlich Geld, denke ich. Beispielsweise wäre das bei Marvin Stefaniak der Fall, dass wir da vom Hauptsponsor das Gehalt bezahlt bekommen. Das heißt, wir müssen praktisch nur die Ablösesumme bezahlen, beziehungsweise halt eben, wenn es eine Leihe ist, dann bisschen das Gehalt, aber das Gehalt wird halt wie gesagt übernommen, also ist ein bisschen schwierig erklärt, aber ungefähr so ist das halt eben. Wenn es dann halt möglich ist, dann auch die Trikots wirklich zu bearbeiten, dann würdet ihr jetzt an dieser Stelle oder an letzter Stelle, letzte Folge dann, dann jeweils zwei unterschiedliche
Ausrüster sowie zwei unterschiedliche Hauptsponsoren gesehen haben und dann hättet ihr abstimmen können, für was wir dann eben gehen. Und das ist so eine Sache, die ich gerne mit euch dann mit einbeziehen möchte. Das heißt, ihr könnt einerseits die Ausrüster und den Hauptsponsor bestimmen und andererseits könnt ihr dann, wenn das halt möglich ist, auch die Trikots bestimmen. Aber dadurch, dass halt eben das gerade nicht geht, weil es noch nicht da ist, ist es leider erstmal so, dass wir dann halt eben mit dem gehen müssen, was wir halt eben von Anfang an haben. Aber sobald das in Zukunft möglich ist, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dadurch kommen wir dann jetzt mal zu unserem Transferbudget. Ursprünglich waren es 8 Millionen Euro. Das steht auch da. Startbudget 8,2 Millionen Euro. Meiner Meinung nach ist das viel zu viel und deswegen habe ich das dann in Kombination mit Überfall bzw. Konterboy. Ich bin mir immer noch nie sicher, welchen Namen ich da jetzt nennen sollte, weil ich weiß, dass du beide hast. Haben wir uns dann aufgrund dessen, dass wir in der Freiburg-Karriere einfach viel zu viel Geld haben oder gehabt haben, eher gesagt. Da hatten wir, glaube ich, am Ende irgendwann über 100 Millionen Euro zur Verfügung und haben die halt logischerweise nicht ausgegeben. Ich denke, damit versuchen wir dann mal in dieser Karriere zu regulieren, dass wir halt einfach ein bisschen weniger Geld bekommen, damit es auch eigentlich realistischer ist. Wie kommen wir jetzt auf die 4,6 Millionen Euro? Der Hauptsponsor gibt uns, ich glaube, 2 Millionen Euro, der Ausrüster gibt uns 1 Million Euro und dann haben wir noch 1,6 Millionen Euro Preisgeld bekommen und deswegen sind wir bei 4,6 Millionen Euro, nur zum Verständnis. Es geht im Endeffekt nur darum, mit dieser Aktion, mit dieser Idee, das Geld ein bisschen zu regulieren, damit wir halt wirklich ein realistischeres Budget haben. So viel dazu. Ich denke mal, mit 4,6 Millionen wird das Ganze auch ein bisschen anspruchsvoller, weil wir halt, wie gesagt, nicht für jede Position dann noch einen wirklich sehr guten Spieler holen können. Das Ganze macht es, wie gesagt, noch anspruchsvoller. Also ich denke mal, das ist eine gute Idee. Also danke nochmal an dieser Stelle für Überfall, / Konterboy, der mich dazu gebracht hat, dann das auch mit einzubauen. Ich denke, das ist gut. Könnt ihr mal eure Meinung dazu auch in den Kommentaren da lassen. Ich weiß, dass ich das nicht wirklich gut erklärt habe, aber ihr werdet schon spätestens, wenn alles funktionieren sollte, mit den Trikots bearbeiten, dies, das, dann denke ich, werdet ihr das dann auch schon sehen, wie das Ganze so funktionieren wird. Und ja, so gesehen bin ich dann halt eben ein Cheater, weil das Ganze habe ich mit Cheat Engine gemacht, um mir halt eben weniger Geld zu geben. Also könnte man auch gleichzeitig behaupten, ich bin ein schlechter Cheater. Aber wie gesagt, das ist halt einfach nur dafür da, um das Ganze dann ein bisschen anspruchsvoller zu machen und auch realistischer zu machen. So, und dann blicken wir mal eben ganz kurz auf unseren Kader. Der ist ja eigentlich ziemlich breit, muss man sagen. Vor allem aufgefüllt durch die Jugendspieler, die wir in der letzten Folge nochmal hochgezogen haben und zu dem Profi gemacht haben. Natürlich sind da auch so 1, 2, 3 Kandidaten dabei, die wir fest abgeben wollen. Nicht jeder ist auch gerade zufrieden, vor allem von vertraglicher Seite her. Also da müsste man gegebenenfalls auch was tun. Wir werden gleich mal ganz kurz auf einem kompletten Überblick sehen, was wir denn so wirklich abgeben wollen und was wir da verlängern wollen oder halt eben verleihen wollen. Wir fangen mal direkt mit den vertraglichen Sachen an, denn wir haben eine Menge Leute, die am Ende dieser Saison auslaufen. Angefangen bei Jeremejew, Sohm, Golnak. Golnak weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, was ich mit ihm anfangen will. Wir können ihn ja nicht verleihen, weil er halt die Vertragslaufzeit zu kurz ist. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob man da den Vertrag mal vielleicht um ein Jahr verlängern sollte und ihn dann einfach verleihen sollte, weiß ich nicht. Vigas als Ersatztorwart reicht vollkommen aus, könnte man auf jeden Fall auch nochmal verlängern für ein oder zwei Jahre. Vlachodimos wurde in der letzten Folge nochmal angesprochen, dass wir ihn eigentlich auch abgeben können, hat nicht wirklich viel zum Aufstieg beigetragen. Auf der anderen Seite würde der halt eben der Breite helfen und auf die Jugend bezogen dann auch nochmal den ein Jahr mehr verschaffen. Und dadurch, dass wir Stefaniak wahrscheinlich holen werden, in welcher Form auch immer, gibt es da auch nochmal ein bisschen mehr Breite. Knipping läuft aus, Hartmann läuft wieder aus, Königsdörfer müssen wir unbedingt verlängern, das ist ganz wichtig. Der hat eine Freigabesumme von 1,3 Millionen Euro. Ich glaube, das mache ich gleich sogar sofort, ohne euch zu fragen. Hosina ist noch da, müsste man eigentlich auch verlängern, auch wenn er natürlich schon 32 ist und immer mehr abbaut. Diawosi, ganz wichtiger Mann, Weihrauch, ein ganz wichtiger Mann, Stark ist auch wichtig. Löwe wird natürlich langfristig gesehen wahrscheinlich ersetzt werden, aber trotzdem ist er halt eben auch wichtig, weil wir halt eben auch nur ihn als Linksverteidiger haben. Mai ist wichtig für die Abwehr, hat auch eine Freigabesumme wohlgemerkt, also da könnte man auch vielleicht nochmal die raushauen. Robin Becker ist auch noch da und Broll ist der Letzte in diesem Bunde. Also das sind die Kandidaten, dessen Verträge einfach rauslaufen. Wir werden uns gleich daran setzen und erstmal Königsdörfer verlängern, weil das ganz wichtig ist. Wir müssen unbedingt diese Freigabesumme da rausbekommen aus diesem Vertrag. Ansonsten überlasse ich den Rest erstmal euch. Außer vielleicht auch noch bei Mai, weil der könnte auch noch die Freigabesumme da rausbekommen. Und dementsprechend ergibt sich dann folgendes Bild auf der Transferliste. Wir haben Vlachodimos drauf, Jeremejew ist drauf, weil ich einfach bei ihm keine Zukunft sehe. Gleiches gilt dann auch für Daferner und auch für Pascal Sohm. Das sind die Kandidaten, die auf der Transferliste sind und halt eben
fest dann halt auch gehen dürfen und den Verein verlassen dürfen. Dann haben wir noch Justin Löwe auf der Leihliste, Max Kulkis auf der Leihliste, halt eben, weil wir uns auf der Rechtsverteidigerposition und halt eben auch auf der anderen Seite noch verstärken wollen. Und ich denke, eine Leihe wäre für Kulke ganz gut. Am besten in die dritte Liga, weil ich nicht wirklich mit ihm in die Saison als Backup gehen möchte. Ich glaube, das ist vom Niveau her nicht ganz richtig. Deswegen würde ich da eine Leihe eher bevorzugen. Dann haben wir McKean als Torwart, den können wir natürlich auch mal verleihen. Gleiches gilt auch für Valentin Seidel, auf den wir gleich nochmal zurückkommen werden, denn der ist hochgezogen worden in der letzten Folge. Dann haben wir Krause, kann auch gern verliehen werden. Am besten, wie gesagt, die ganzen Talente ab in die dritte Liga damit oder halt eben in eine andere, ich sag mal, schwächere Liga. Und dann haben wir noch eben André Hölzel drauf. Aber ansonsten sieht das Ganze dann so aus. Und falls ihr da noch irgendwas in diese Richtung habt, was ich machen soll, also Leihliste, Transferliste von unserem Verein aus, dann lasst es mich wissen. Und dann legen wir Königsdörfer direkt mal den Vertrag auf den Tisch. Die Rolle im Kader ist wichtig, auch wenn ich da eher Rotationsspieler gesehen hätte. Wir wollen den ganzen Vertrag um 4 Jahre verlängern, da ist keine Freigabesumme drin. 2.700 Euro Gehalt pro Woche und ein Einstiegsbonus von 20.000 Euro. Und damit versuchen wir dann mal Königsdörfer zu verlängern. Und das Ganze nimmt er an und damit haben wir dann mal einen ganz wichtigen Jungen bei uns im Kader, der dann nochmal ein bisschen länger bleibt. 5 Jahre. Das ist die Zukunft. Den Vertrag von Sebastian May verlängern wir dann direkt anschließend nochmal mit. Bleibt nochmal für 3 Jahre hier insgesamt. Ist, glaube ich, jetzt mit 7.000 Euro Gehalt in der Woche dann auch unser Topverdiener, was das betrifft. Aber halt eben auch verdient, denke ich. Ist halt eben auch einer der Säulen unserer Mannschaft. Und deswegen ist das Ganze, denke ich, auch gerechtfertigt. Und ansonsten würde ich das Ganze erstmal dabei belassen. Ich weiß, dass zum Beispiel auch Kevin Broll ein ganz wichtiger Mann ist. Auch Robin Becker ist wichtig für uns. Vor allem, weil wir sonst dann halt eben vom Niveau her keinen Rechtsverteidiger mehr haben. Gleiches gilt auch auf der linken Seite für Löwe. Aber es gibt halt schon noch einige Kandidaten in dieser Situation, die ich das schon verlängern würde. Und die halt auch wichtig für die Mannschaft sind. Aber wer weiß, was passiert, wer weiß, was für Angebote kommen. Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Bundesliga-Verein, der da beispielsweise ein gutes Angebot raushaut für, weiß nicht, Diawuzi oder so. Ist ja alles offen, wer weiß, was passiert. Das wird die Zeit halt eben zeigen. Aber grundsätzlich würde ich da schon noch den einen oder anderen auf jeden Fall verlängern. Dann blicken wir mal eben ganz kurz in unsere Jugendakademie rein, denn da gibt es vor allem auf der Vlachodimos-Position, sage ich mal, so 2 Kandidaten, die auf jeden Fall mal für die Zukunft interessant sein könnten. Daniel Heilig hatte ich schon bestimmt mal angesprochen, ist mittlerweile 16 Jahre alt geworden, also der hat ein Jahr dazu bekommen und ist natürlich auch von der Schnelligkeit ja schon mal ganz ordentlich dabei mit seinen 16 Jahren. Natürlich muss er an seinen technischen Werten arbeiten, aber das sieht eigentlich schon ganz gut aus, dafür, dass er halt eben 16 ist und in Zukunft könnte der halt eben auf dieser Position dann auch ganz klar spielen. Und der andere Kandidat ist halt eben auch ein Österreicher und der heißt Paul Leitner. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so schnell, aber dafür halt eben extrem beweglich. Da sind wir auch dabei, ihm ein bisschen mehr Schnelligkeit mitzugeben. Und von den technischen Werten muss er natürlich auch besser werden. Aber auch er ist ein Kandidat für die Zukunft, was diese Position betrifft. Deswegen könnte man rein theoretisch auch einfach überlegen, Vlachodimos noch das Jahr zu behalten. Einfach seinen Vertrag auslaufen zu lassen und dann halt eben in der nächsten Saison dann auf diese Kandidaten dann eben zu bauen. Das wäre natürlich eine Option und ich denke mal, das wäre auch gar nicht so unwahrscheinlich, denke ich. Natürlich haben wir auch einen Rechtsverteidiger bzw. Außenverteidiger oder Generellverteidiger, der hier wirklich extrem viel Potenzial mitbringt. 15 Jahre alt, Aurel Tuma, ein Tscheche mit einer 64, ist 1,90 groß, also auch schön groß, kopfballstark wahrscheinlich dann auch. Ist jetzt natürlich für einen Außenverteidiger nicht der schnellste, das sieht man hier, aber ich denke, da kann man mit auf jeden Fall was anfangen. Was ich vielleicht gerade eben komplett vergessen habe, ist, wir haben natürlich auch Ziele vom Vorstand. Wir sollen zum Beispiel eine Serie von 5 Spielen ohne Niederlage haben in dieser Saison. Wir sollen einen Stürmer verpflichten für wichtige Rolle im Kader, Mittelfeldplatz belegen und wir sollen mal wieder ins Achtelfinale kommen. Das haben wir in der letzten Saison nicht geschafft. Mal gucken, ob wir es dieses Mal schaffen. Der DFB-Pokal-Gegner steht uns auch schon fest, da gucken wir gleich drauf. Auch auf den Anfang des Spielplans, den wir haben, da werden wir natürlich auch nochmal einen Blick drauf werfen, denn der ist sehr interessant, sage ich euch. Natürlich haben wir immer noch das finanzielle Ziel, wo wir halt eben aus unseren Jugendspielern 15 Millionen Euro Ablösesumme kassieren sollen. Ja, ich denke, da brauchen wir auch nicht wirklich großartig drauf eingehen, denn wir setzen unsere eigenen Ziele, mal gucken, ob wir die auch schaffen. Wichtig ist halt eben einfach, dass wir die Klasse halten und uns langfristig in der zweiten Liga erstmal etablieren. Was wir dann natürlich auch wieder machen können, ist unsere Jugendscouts wegschicken und zwar auf jeden Fall einmal nach Deutschland, aber das zweite Land ist erstmal ein bisschen fraglich. Wohin sollen wir denn schicken? Den guten Alexandre Collet oder halt eben Eike Schubert, je nachdem, was wir da machen.
oder warum wir das halt eben machen. Das könnt ihr natürlich auch gerne immer mal wieder in die Kommentare schreiben, denn das ist, denke ich, auch etwas, was ihr, die Zuschauer, dann auch mitbestimmen könntet. Und dann, wenn wir schon bei der Jugendarbeit sind, dann können wir mal auf die Jugendspieler zurückkommen, die in der letzten Folge dann zum Profi geworden sind. Unter anderem Serge Doumbia. Ich denke mal, vom Namen her könnte man gleich auf etwas sehr Naheliegendes schließen. Jedenfalls ist er einer aus der Elfenbeinküste, rechter Mittelfeldspieler, beziehungsweise kann eigentlich ziemlich viel. Ist noch Zehner, ZM, also zentraler Mittelfeldspieler oder halt eben Mittelstürmer. Hat eine 58, ist 18 Jahre alt, 1,75 groß, Linksfuß. Allerdings halt eben halb Deutscher, deswegen kommt er aus Hamburg. Sein Lieblingsspieler ist logischerweise Serge Gnabry. Ich denke, das ist naheliegend. Und ja, sein ehemaliger Verein ist der SC Viktoria Hamburg. Gehen wir dann rüber zu Valentin Seidel, und ich bin mir bei den Österreichern tatsächlich nicht ganz sicher, wer was genau ist. Ich glaube, er kam aus Salzburg, ist jedenfalls 16 Jahre alt, wie gesagt Österreicher, 1,67 groß, ist jetzt nicht das größte Teil, aber ja, ich denke, wenn man halt eben diese Größe hat, dann sollte man schon irgendwie sehr wendig sein, also wirklich beweglich sein. Rechtsfuß. Und den Rest seht ihr sowieso, aber aus der Jugend vom SV Austria Salzburg müsste der sein. Und zu guter Letzt Tim Sommer, ein linker Flügelspieler, 18 Jahre alt, auch aus Österreich, aus Amstetten. Kommt auch aus der Jugend vom SKU Amstetten. Sein Lieblingsspieler ist Eden Hazard, 1,75 groß ist er, Linksfuß, und wie gesagt, den Rest seht ihr sowieso. Wie auch schon in der letzten Folge gesagt, ihr könnt das natürlich auch mitbestimmen. Ihr müsst es einfach nur in die Kommentare schreiben. Einerseits sowieso, wie der Spieler halt eben ausgestattet werden soll. Halt eben von den Schuhen her, was möglich ist. Schutzen, Trikot und was weiß ich alles. Was halt eben in diesem Spiel so machbar ist. Und ihr könnt natürlich auch den Steckbrief mitgestalten. Ihr müsst halt eben halt das Ganze nur in die Kommentare schreiben am besten. Woher der kommt, was sein Lieblingsspieler ist, wo er früher gespielt hat, was sein Lieblingsverein ist, halt eben die Sachen, die halt eben auch in den Steckbriefen da drin sind. Ihr müsst es halt, wie gesagt, nur in die Kommentare schreiben. Und bevor wir dann auf den Transfermarkt ein bisschen rumgucken, was wir denn so verpflichten können, und an dieser Stelle möchte ich dann, oder gleich möchte ich dann eben nochmal EA ein bisschen loben, denn die haben tatsächlich mal was richtig gemacht, und zwar was wirklich Gutes gemacht, aber dazu dann gleich mehr. Gucken wir uns erstmal den Spielplan an, denn der ist wirklich ziemlich interessant von der Seite her, wie unser Auftakt so verläuft. Blicken wir doch einfach mal rein. Und was direkt auffällt ist, erster Spieltag in der zweiten Bundesliga, Derby, Sachsen Derby gegen Erzgebirge Aue. Ganz interessanter Saisonstart, den wir da haben. Also das ist direkt ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Oh Mann, ich bin echt, das wird echt interessant. Ich hoffe, dass wir das echt hinkriegen. Diesmal haben wir übrigens auch keine Probleme mit dem Vorbereitungsturnier, falls wir weiterkommen sollten, dass das dann halt eben auch irgendwie ganz komisch im Zeitplan ist mit dem Saisonauftakt. Das ist ja in der dritten Liga etwas anders als in der zweiten oder in der ersten. Aber das erste Spiel in der zweiten Liga, das müssen wir unbedingt gewinnen. Danach geht es dann gegen den Mitaufsteiger aus Köln, Viktoria Köln. Im DFB-Pokal haben wir dann 1860. Ist jetzt auch nicht unbedingt das einfachste Los, was man haben kann, aber dennoch machbar. Dann haben wir Kiel, Fürth und Heidenheim. Alles Mannschaften, die sich in den letzten Jahren etabliert haben in der zweiten Liga, beziehungsweise zumindest, wenn man jetzt mal Fürth rausnimmt, die sind sowieso die ganze Zeit da. Aber Heidenheim und Kiel vor allem haben sich etabliert. Und dann geht es dann halt eben auch in den schweren September rein mit Paderborn, mit Nürnberg und Hannover 96. Also das ist schon nicht ohne den Auftakt. Vor allem, wie gesagt, das erste Spiel, ganz wichtig. So, und jetzt kommen wir mal eben ganz kurz zu dem, was ich wirklich lobend herausstellen möchte von EA aus. Denn nach der ersten Saison, es gibt ja natürlich eine Menge Spieler, dessen Vertrag oder Verträge ausgelaufen sind. Tatsächlich gibt es jetzt wirklich etwas, was sehr positiv ist. Es gibt mehr Spieler, die auf dem freien Markt unterwegs sind. Beispielsweise Marvin Ayali, der wäre so normalerweise wahrscheinlich in den letzten Teilen einfach verlängert worden. War halt bei Wien Wiesbaden, ist jetzt für uns zwar keine interessante Option, aber wäre halt eben so ein Beispiel. Timo Becker, 24 Jahre alt, Innenverteidiger, ein junger Mann, den kann man natürlich auch mal mitnehmen. Sascha Bigalke, ganz erfahrener Mann, 31 Jahre alt, war sehr lange bei Unterhaching jetzt. Bubala, erfahrener Mann. Also es gibt halt wirklich eine sehr große Anzahl an Spielern, die man sich wirklich auch holen könnte. Wen ich persönlich davon interessant finde, ist Nikolas Höfler. Den kann ich mir tatsächlich sogar auch vorstellen als erfahrenen Mann. Ich glaube, das ist sogar auch eines unserer Ziele. Weiß jetzt nicht genau von welcher Seite aus, ich glaube vom Ausstatter ist das, dass wir dann noch einen erfahrenen Mann holen, aber er wäre auf jeden Fall mal eine interessante Option. Luis Holpi ist zum Beispiel hier drauf, auch komplett erfahren,
Und das wäre in den letzten FIFA-Teilen nicht so möglich gewesen. Natürlich ist das auch für die, oder bei den anderen Ländern halt eben so. Also ich habe jetzt natürlich nur Nationalität geguckt, aber vor allem, das ist in der zweiten Liga halt wichtig oder halt eben auch in der dritten. Niko Kiewski als Linksverteidiger kann ich mir sehr gut vorstellen übrigens. 25 Jahre alt, wäre da praktisch auf der anderen Seite befreundet mit Robin Becker. Die kommen ja beide aus Braunschweig oder haben halt zumindest mal da gespielt. Kann ich mir absolut vorstellen tatsächlich. Also den Kiewski, den finde ich sehr interessant. Jan Kirchhoff ist auch sehr erfahren. Also wirklich, das muss man EA wirklich lobend erwähnen. Also das muss wirklich lobend erwähnt werden. Joshua Mees wäre beispielsweise auch eine Option für die Linksaußen von Union Berlin war er. Und wer natürlich auch komplett interessant ist, Luka Netz, natürlich neben Metscher, aber Metscher hole ich erstens nicht, weil er einerseits unrealistisch ist, andererseits hatte ich den in der letzten Karriere schon, deswegen fällt das raus. Aber Luka Netz wurde ja auch genannt in der letzten Saison in den Kommentaren und die Hertha hat ihn einfach gehen lassen. Der wäre natürlich auch ein interessanter Mann. Ich denke auch nicht, dass das unrealistisch wäre. Neben Kiewski auf jeden Fall eine Option als Linksverteidiger, könnte man auf jeden Fall auch zuschlagen. Deswegen möchte ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich weit simulieren, weil sehr interessante Spieler auf dem freien Markt unterwegs sind. Das wollte ich kurz gesagt haben. Kommen wir jetzt mal eben ganz kurz zu den Spielern, die ich gerne mal vorschlagen möchte. Für die Rechtsverteidigerposition oder Linksverteidigerposition ist erstmal egal, aber wir kümmern uns erstmal um die rechte Seite. Da finde ich interessant einen Can Rogel von Tirol. Philipp Mwene beispielsweise ist auch so ein Mann, den man sich vom freien Markt aus holen könnte. Natürlich wird sein Gehalt wahrscheinlich sehr teuer sein, aber er ist ein interessanter Mann, finde ich auch. Wäre natürlich da auch eine Option. Ich möchte einfach nur mal ein paar Namen in den Raum werfen, die wirklich sehr interessant sein könnten. Nach wie vor wäre ein Karan Kurt, denke ich, auch interessant. Ein Dominik Schad, der sich jetzt in der Realität leider heftig verletzt hat. Gute Besserung an dieser Stelle. Der ist natürlich auch eine Option, weil Lautern war jetzt nicht gut in der letzten Saison in der dritten Liga. Also da kann man auf jeden Fall auch zuschlagen. Wäre auch, denke ich, realistisch. Gleiches gilt halt auch für die beiden Duisburger hier. Maximilian Sauer und Joshua Bitter. Auch beides eigentlich eine ordentliche Option. Hemmerich ist, denke ich, auch gar nicht so uninteressant. Ich weiß, dass der bei Aue war, aber allerdings ist er mit Würzburg abgestiegen. Das wäre natürlich auch eine Option. Gleiches gilt auch für Salah übrigens. Die sind ja auch abgestiegen, also Regensburg. Ein Manuel Turnwald finde ich auch absolut interessant von Altach aus Österreich. 22 Jahre alt, ist auf jeden Fall auch ziemlich schnell unterwegs. Also es gibt einige Kandidaten auf der rechten Seite, die man sich da holen könnte. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber und gucken uns da mal ein paar Optionen an. Ich habe ja auch schon mal Niklas Landgraf gezeigt. Der wäre auch keine so uninteressante Option. Ich weiß, dass der bei Dresden schon mal war. Aber holen kann man ihn sicher auf jeden Fall auch wieder. Also das wäre jetzt, denke ich, auch nicht so unrealistisch oder unabwegig oder unwahrscheinlich oder was auch immer. Dann habe ich natürlich gerade eben schon genannt, Kiewski wäre, denke ich, auch keine so schlechte Idee. Oder ein Luka Netz. Arne Sicker wurde in den Kommentaren auch genannt. Der ist, denke ich, auch nicht verkehrt vom MSV. Wie gesagt, der MSV hat es nicht geschafft aufzusteigen. Und da kann man auf jeden Fall mal anklopfen. Ist auf jeden Fall auch nicht so unrealistisch. Und das wären so erstmal die Optionen auf der linken Seite. Ich habe ja in der letzten Folge auch einen Pettersen Chato mal angesprochen, weil der wirklich auch sehr auffällig gut gegen uns gespielt hat. Leider ist der halt zu wichtig für Wien Wiesbaden, deswegen bekommen wir ihn schon mal nicht oder können halt eben auch kein Angebot machen, was ziemlich schade ist, aber ja gut, was willst du machen? Ich finde es auch gut so, dass das halt eben auch mal dabei ist. Und da kommen wir natürlich auch mal zum Abschluss dieser Folge eigentlich auf unseren, Spieler zurück, den wir auf jeden Fall holen werden, egal in welcher Form. Marvin Stefaniak mit einem Marktwert von 1,2 Millionen Euro. Sein Vertrag lief, glaube ich, sogar aus in der letzten Saison. Der wurde nochmal um ein Jahr verlängert und deshalb können wir ihn auch nicht leihen, weil halt eben die Vertragslaufzeit zu kurz ist, was extrem schade ist, weil das bedeutet gleichzeitig, wir müssen ihn auf jeden Fall kaufen. Sein Gehalt ist extrem hoch, also das könnte tatsächlich auch nochmal problematisch werden, aber dadurch, dass wir halt eben grundsätzlich den halben Kader verlängern müssen, ja, wird auf jeden Fall, denke ich, interessant sein. Vor allem, weil wir halt eben auch streng spielen. Dann macht sich das auch bemerkbar. Weil es tatsächlich auch passieren kann, wenn du jemanden zu viel Gehalt gibst und so das ganze Gehaltsgefüge nicht mehr im Gleichgewicht ist, kannst du auch gerne entlassen werden. Also das funktioniert tatsächlich. Aber gut, ich denke mal, wir werden das Ganze dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Wir werden ihn auf jeden Fall holen, aber das machen wir dann erstmal in der nächsten Folge. Ich habe, denke ich, erstmal genug erklärt und hab mal ein paar Vorschläge gemacht. Wir werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr tun als das, was ich gerade eben so gesagt habe, denn in der Zentrale sehe ich uns ein bisschen dünn besetzt,
um ehrlich zu sein. Also auch vom Niveau her. Du hast halt eigentlich keinen Spieler, der da gerade erstmal an Stark, Will oder Weihrauch rankommt. Kade ist zwar noch nah dran, aber es reicht halt noch nicht so ganz. Ich denke, da werden wir uns nochmal ein bisschen verstärken. Also auf dieser zentralen Position, ob das jetzt ein Sechser ist oder halt eben jemand, der auch auf der 8 spielen kann. Einer von diesen beiden Positionen wird es auf jeden Fall sein. Im Sturm werde ich erstmal, glaube ich, keinen holen wollen, weil da sind wir, glaube ich, ganz gut besetzt. Und auf der linken Seite kommt halt ohnehin jemand, den wir alle kennen und den wir auch sehen wollen. Also Stefaniak, der wird auf jeden Fall da sein, also wenn das alles funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und ansonsten schreibt mal eure Meinung zu den Spielern, die ich gerade genannt habe, in die Kommentare. Lasst es mich wissen und dann sehen wir uns morgen wieder mit der nächsten Folge der Dynamo Dresden Karriere. Dann gehen wir auch weiter durch die Vorbereitung durch. Wahrscheinlich sogar auch bis zum ersten Spiel, aber werden halt das erste Spiel nicht spielen. Das kommt dann in der dritten Folge. Und damit war es das dann von meiner Seite aus. Ich habe eine Menge erklärt. Ich hoffe, das hat man auch so verstanden, wie ich es auch meine. Ansonsten fragt einfach nach in den Kommentaren, falls ihr irgendwas nicht verstanden habt. Und ich kläre euch dann auf. Und damit war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.